42 Jahren zum ersten Mal hat der HC Davos wieder einmal den Spengler Cup gewonnen. Im Finale gewann Davos gegen Kanada Selects mit 4:2. Der Bericht von Claude Jacqui. Dreimal in den letzten 5 Jahren verloren sie den Finale. Nun haben es Arnaud Delcourt und sein Team endlich geschafft. Der erste Sieg am eigenen Turnier seit 1958. Zuerst sah es allerdings nach einem Sieg für das Team Kanada aus. Die Kanadier führten bis zur 35. Minute mit 2:1, ehe Falloon ausgleichen konnte. Dann blieb es lange spannend. Erst 7 Minuten vor Schluss brachte Frederik Nilsson Davos mit 3:2 in Führung. Der Verstärkungsspieler von den Kloten Flyers war damit für das entscheidende Tor verantwortlich. Denn eine Minute vor Schluss machte Pat Falloon mit dem 4:2 alles klar. Der Kanadier war damit einer von 2 Matchwinner für Davos. Der andere war Torhüter Lars Weibel. Er hielt seine Mannschaft lange Zeit mit tollen Paraden im Spiel. Schön, schön, wirklich, weil ich glaube, es hat niemand wirklich seriös auf das Turnier gedacht, dass wir das Turnier gewinnen können, sondern es hat gereift von Tag zu Tag. Und gegen so eine Equipe, das ist wirklich ein ganz schöner Moment. Vor 7.700 Zuschauern in der ausverkauften Eishalle durfte Captain Patrick Fischer den Pokal in Empfang nehmen. Der HC Davos Spengler Cup-Sieger 2000.